Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein hübscher Piebald-Königspython. Das Besondere daran, es ist ein Weibchen, jetzt gerade ist ja Paarungszeit bzw. Eiablagezeit. Deswegen wollte ich euch mal so einen hochträchtigen Königspython zeigen. Erstmal vielleicht von dieser Seite. Erkennt er eigentlich ganz gut, dass hier einiges drin ist, ne? Einige Eier im Bauch sind, die das Tier jetzt eigentlich die nächsten Tage ablegen wird. Was auch noch interessant ist, wenn ihr euch den mal von dieser Seite anschaut, das ist eigentlich so das typische Bild für die trächtigen Königspython nach der Ovulation. Also man sieht so das Rückgrat relativ deutlich, also hier oben sieht er eigentlich ja dünn aus, ne? Und nach unten wird er dick, ne? Also hier ist er, oben ist er dreieckig und unten hat er die, im Bauch hat er die Eier drin und ist mehr oder weniger rund, ne? Also die haben eine ganz andere Körperform wie vor der Ovulation oder während der Paarungszeit, ne? Da sind die rund, ne? Runden Durchmesser, und jetzt haben die so diese dreieckige Körperform zum Bauch hin dick, ne? Das ist eigentlich ein ganz typisches Erscheinungsbild nach der Ovulation, wie gesagt, nach dem Eisprung. Da sehen die einfach so aus. Das wollte ich euch mal zeigen als Intro-Tierchen. Diese hübsche Piebald-Dame, beziehungsweise sogar so ein Dalmatiner-Pie. Die Dalmatiner haben dann nur diese schwarzen Pünktchen drin. Die hat jetzt nicht allzu viele, aber ein paar. Das ist einfach mein Intro-Tierchen für heute. Dann zu unserem heutigen Thema. Es geht darum, welche Schlange passt zu mir. Also ihr wollt euch ein Terrarientier bzw. eine Schlange anschaffen, wisst nicht genau, was soll ich denn nehmen. Das, glaube ich, geht vielen Anfängern so. Das Ganze können wir oder wollen wir in zwei Sachen unterteilen, in die Boiden, sprich Riesenschlangen, und in die Nattern. Also was wir nicht besprechen werden, sind irgendwelche Ottern oder Giftnattern oder Giftschlangen generell. Deswegen unterteilen wir es nur in Boiden, sprich Riesenschlangen und Nattern. Fangen wir mit den Boiden, mit den Riesenschlangen an. So von der Charakteristika oder einige Punkte, die ich dazu nennen kann, generell würde ich sagen, sind Boas und Pythons vom Temperament vielleicht ein bisschen relaxter wie eine Natter. Fast alle Riesenschlangen sind dämmerungsaktiv. Von der Größe her, es gibt kleine Riesenschlangen mit ungefähr einem Meter, wie ihr nachher sehen werdet. Und es gibt natürlich auch ganz große, ne? Anaconda-Netzpython mit 6, 7, 8 Meter Rekordlänge oder sowas. Ne? Also da ist die Bandbreite wirklich von bis. Ne? Dann ein ganz wichtiger Punkt bei den Riesenschlangen ist, dass sie Tag und Nacht beheizt sein müssen. Also fast alle müsst ihr auch nachts beheizen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Nicht nachts denken, okay, ich habe am Tag schön 30 Grad und nachts schalte ich es aus. Das höre ich so oft, ne? Das heißt dann, in meiner Wohnung ist so warm, da schalte ich nachts alles aus. Eure Wohnung oder die Wohnungen sind nicht warm genug. Ihr müsst nachts die Tiere beheizen. Ja? Ganz wichtiger Punkt. So ziemlich alle Riesenschlangen nachts beheizen. Und dann generell kann man natürlich sagen, eine Boa oder ein Python ist insgesamt massiger im Vergleich zu der Natter. Ne? Also hat einfach einen etwas vielleicht untersetzteren und massigeren Körperbau. Das sind so die wichtigen Kriterien bei den Boas und Pythons. Fangen wir ganz klein an hier mit solchen Zwergpythons, australische Zwergpython, Antaresia. Hoppala, in dem Fall Antaresia maculosa. Von der Größe her toll, schon allein der Name Zwerg, denkt sich jeder, super, das kann ich brauchen. Ist auch ein schönes Terrarientier, definitiv. Was ich dazu sagen möchte, wichtig, wenn ihr ein Baby erwerbt, dass ihr darauf achtet oder darauf Wert legt, also der Züchter oder der Verkäufer muss euch versichern, dass das Tier gut frisst. Ne? Da machen die manchmal ein bisschen Probleme am Anfang. Also unbedingt ein gut fressendes Tier kaufen, das schon gut an Mäuse geht. Dann generell von der Größe werden die so rund 100 cm, relativ schlanker Körperbau. Also wirklich ein Terrarientier, was man in so einem Meter- oder gar 80er-Terrarium
gut und artgerecht halten kann. Farblich seht ihr selber, die sind ganz hübsch, sind jetzt nicht die farblich am herausstechendsten, aber haben eigentlich recht hübsches Muster, haben so das Regenbogenschillern. Gibt diverse Arten von Antaresia, das hier ist jetzt Maculosa, dann gibt es Chiltreni, dann gibt es, ja, das sind eigentlich so die häufigsten, Chiltreni, Maculosa. Da gibt es dann noch Verbreitungsvarianten von den Maculosas, gibt es die Cape York, die haben nochmal ganz intensivere Zeichnungen oder sowas. Also definitiv ein schönes Terrarientier, wie ihr hier seht, auch einigermaßen umgänglich, der hat mich jetzt gleich wenn geschnappt, aber wenn ihr die eine Zeit lang habt, sind die auch wirklich schön brav. Natürlich der, aus meiner Sicht der Klassiker unter den Riesenschlangen ist der Königspython. Hier als Beispiel so ein Albino-Königspython. Würde ich mal ganz grob sagen, der zweitkleinste von den Riesenschlangen, die so üblich sind, werden ca. 130, 140 cm. Wie gesagt, die beliebteste Terrarienschlange aktuell, weil sie einfach von der Größe her relativ praktisch ist, vom Wesen her immer oder so gut wie immer umgänglich, selten, wie soll man sagen, aggressiv oder selten scheu, eignet sich deswegen als Terrarientier recht gut, lässt sich gut vermehren. Ist wahnsinnig variabel durch all die Farbvarianten. Wie gesagt, hier jetzt ein Albino als vielleicht ein bisschen extremes Beispiel. Die klassische Wildfarbe, braun, schwarz, so Ockergelbtöne. Der Klassiker unter den Terrarientieren und der Klassiker unter den Boas und Pythons. Wir gehen jetzt auch schön der Größe nach vor. Das ist hier so größenmäßig so der dritte im Bunde sozusagen. Das ist ein Blutpython oder Kurzschwanzpython, Python Prongosmai. Ne? Es gibt also hier als Überbegriff noch für die Blutpythons, es gibt den Kurtus, den Prongosmai und den Breitensteini. Das sind asiatische Pythons, relativ untersetzter Körperbau, werden auch bloß ca. 1,50 Meter lang. Knapp 2 Meter. Sind vom Gemüte, habt ihr jetzt gerade auch gesehen, können auch wirklich schön brav werden, sind aber manchmal etwas garstig oder ungestüm, so wie dieser jetzt hier. Kurz unter dick, untersetzter, etwas dicker Körperbau. Vielleicht hat er das gehört, vielleicht wollte er deswegen, der macht sich gerade schon parat, um nach mir zu schnappen. Also lasst euch da nicht abschrecken, die kann man auch wirklich schön zahm haben, kriegen. Wenn man die von klein auf hat, dann können das eigentlich auch schöne Terrarienschlangen sein. Und von der Größe noch im unter 2 Meter Bereich. Dann gehen wir jetzt schon so langsam an die 2 Meter Marke. Allerdings ein relativ schlank an die 2 Meter Marke. Also das ist eine Regenbogenboa oder man sagt auch Schlankboas zu den Epicrates-Arten. Ne? Epicrates Kenchria. In dem Fall ist es eine Epicrates Kenchria Maurus, allerdings eine hypomelanistische, also auch so eine Farbvariante. Normalerweise sind die Maurus ziemlich dunkelbraun und in dem Fall das hypomelanistische, dadurch ist sie einiges heller. Das sind die, wie gesagt, die Regenbogen- oder Schlankboas, werden so an die 2 Meter, wie ich gerade ebenfalls schon mal gesagt habe, einen relativ schlanken Körperbau. Wenn ihr jetzt die hier seht, die hat ungefähr, ja, die hat sicherlich auch schon rund 1 Meter. Sieht man dem Tier so gar nicht an, wenn es so auf der Hand ist. Sind vom Wesen her wirklich auch schöne, ruhige Terrarientiere, lassen sich gut im Terrarium halten, fressen gut, sind problemlos. Einzig wichtig, die wollen es wirklich, also sind Bodenbewohner, wollen es relativ feucht auf dem Boden. Ihr müsst wirklich Moosverstecke anbieten, die wollen im feuchten Moos liegen, fühlen sich dann erst richtig wohl. Das Terrarium darf nicht austrocknen oder ihr dürft kein ganz trockenes Substrat drin haben, weil die schon wirklich Probleme kriegen. Dann kommen sie von einer Häutung in die nächste, also die wirklich immer schön feucht halten, dann ist wirklich ein schönes, tolles Terrarientier.
Jetzt gehen wir nochmal nach Australien, so wie vorher bei dem Zwergpython. Sind wir jetzt nochmal in Australien, hier ein Teppichpython, Morelia spilotis variegata. Also die Morelia spilotis Arten sind auch Pythons aus Australien, die in der Terroristik relativ verbreitet sind. Von der Größe her sind sie relativ variabel. Manche bleiben relativ klein, mit unter 2 Meter. Janey zum Beispiel, ne, mit unter 2 Meter. Manche werden recht groß, mit über 3 Meter. Variegata zum Beispiel, glaube ich, an die 3 Meter. Und ich glaube, McDowelly wird relativ groß, mit über 3 Meter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also von den Größen her relativ variabel. Von der Optik, in Anführungsstrich, sehen sie alle ungefähr so wie der hier aus. Also man erkennt sie relativ schnell, dass sie in diesen Teppichpython-Komplex gehören. Wirklich auch ein tolles Terrarientier, sind recht gut zu pflegen, machen beim Fressen keine Probleme, sind in der Regel recht umgänglich, so wie der hier auch, und hat in der Terroristik wirklich auch einen tollen, guten Platz verdient. Dann haben wir hier einen weiteren Klassiker unter den Terrarienschlangen oder unter den Boas und Pythons. Vielleicht weniger, weil er so geeignet ist. Eigentlich ist er nicht sonderlich geeignet. Ne? Das ist ein Tigerpython, Python molurus, in dem Fall Bivitatus. Eigentlich richtig geeignet ist er nicht, weil es relativ große Riesenschlangen werden. Ne? Die werden so 4 Meter circa, 4 Meter lang. Also ganz stattliche Größe für ein Terrarientier oder schon für die meisten Terrarianer wahrscheinlich fast nicht zu halten. Trotzdem ist es ein Klassiker, allein aus dem Grund, weil die in der Regel sehr zahm und brav werden. Ja, also wenn man so 3-4 Meter lange Tiere hat, die sind wirklich zuverlässig zahm. Man kennt sie vielleicht aus irgendwelchen Zirkussen oder von irgendwelchen Schlangentänzerinnen oder sowas. Also die arbeiten oft mit diesen Tieren, wie gesagt, weil die so zuverlässig zahm und friedlich sind. Der hier ist Kleiweng am Fauchen, aber kriegt sich, glaube ich, gerade auch wieder ein. Als Jungtier ist das auch durchaus normal. Die Jungtiere, die können echt wenig garstig sein. Die fauchen einen schon mal an oder probieren doch mal zu beißen. Und umso größer sie werden, umso selbstsicherer werden sie. Und so gut wie alle großen Tigerpythons sind wirklich brav. Also schon ein tolles Terrarientier, wer den Platz hat, wer so ein 3-4 Meter Terrarium hinstellen kann, der hat sicherlich Spaß mit einem Tigerpython, aber definitiv nichts für einen Einsteiger. Dann haben wir hier auch was ganz Hübsches. Das ist ein Netzpython, allerdings ein frisch geschlüpftes Baby. Der ist hier letzte Woche, sind die bei uns geschlüpft. Also wenn ihr euch mal anschaut, frisch geschlüpft hat er schon, ja, mal mindestens 50 cm würde ich mal schätzen. Ist jetzt in der ersten Haut, wenn ihr seht. Er hat ein bisschen so eine leichte blasse Färbung, weil er in der ersten Häutung jetzt ist. Das sind Netzpythons. Wahrscheinlich die längste Schlange, die es auf unserem Planeten gibt. Die können Rekordlängen von vielleicht 7, 8, gar 9 Meter erreichen. Vom Körperbau sind sie schlanker wie jetzt auch Tigerpython, was wir gesehen haben. Also sie werden länger, aber ein bisschen dünner. Vom Verhalten her sind sie, ich würde sagen, nicht ganz so zuverlässig immer wie ein Tigerpython. Ich würde behaupten, ein Tigerpython, der brav ist, der ist zuverlässig brav, da passiert nichts, der wird nicht irgendwann mal ungeduldig und denkt sich, ach, jetzt nervt es mich doch und beißt vielleicht mal ein bisschen. Ein Netzpython würde ich immer gleichweg mit mehr Vorsicht behandeln, dem kann es doch irgendwann mal zu blöd werden und dann tut er doch mal zubeißen oder so. Also ich glaube, so die Reizschwelle bei den Netzpythons ist gleichweg niedriger wie bei den Tigerpythons. Ne? Das ist vielleicht ein Grund, und dann eben diese doch nochmal extremere Größe von den Netzpythons ist wahrscheinlich der zweite Grund, wieso der Netzpython als Terrarientier nur für einige wenige geeignet ist, die diesen Platz zur Verfügung stellen können. So, zu guter Letzt die Legende unter den Riesenschlangen, unter den Boas und Pythons, das ist die grüne Anaconda. Ne? Es gibt 2 Anacondas, die gelben und die grünen. Das hier ist die grüne. Die sind wohl die größten
Riesenschlangen, die es bei uns gibt. Ne? Also nicht die längsten unbedingt. Die längsten haben wir gerade gesehen, das ist der Netzpython. Die Anaconda bleibt vielleicht ein kleines Stück kürzer, ist aber viel massiger. Ne? Das seht ihr hier schon. Also es ist hier so ein Jungtier, ein einjähriges. Der hat schon einen recht ordentlichen Durchmesser, recht ordentliche Masse. Und es geht bis weit über 100 Kilo. Also wenn so eine Anaconda vielleicht 7, 8 Meter als Extremgröße erreichen kann, dann hat die, also ich habe noch nie eine gesehen leider, aber ich würde mal schätzen, so um die 200 Kilo wird die dann haben bei 7, 8 Meter. Ne? Also ist definitiv die größte, schwerste Schlange auf dieser Erde. Als Terrarientier spielt sie nicht ganz so eine große Rolle. Zum einen durch diese Größe, zum anderen brauchen sie auch ein relativ großes Wasserteil. Ne, müsst ihr euch auch bewusst sein, wenn ihr die als Terrarientier habt, der müsst ihr ein großes Wasserbecken anbieten. Und vom Temperament her sind sie eigentlich okay, würde ich mal sagen. Ne? Also die können auch völlig brav werden. Als Jungtier sind sie manchmal ein bisschen garstig, wobei gerade die Grüne ist aus meiner Sicht oder nach meiner Erfahrung sogar wegen die Präfere, ne, die gelben Anacondas, die sind doch öfters mal garstig, werden mit der Zeit werden die es auch gewöhnt, hören auch auf mit Beißen, aber es dauert ein bisschen länger. Bei den Grünen hat man es manchmal ein bisschen leichter, die sind relativ schnell umgänglich, wie die jetzt hier auch. Aber wie gesagt, halt einfach riesengroß, deswegen als Terrarientier nur für die wenigsten unter uns geeignet. Dann kommen wir zu den Nattern. Vom Wesen, vom Temperament würde ich die Nattern als Gleiweng agiler, flinker einordnen. Ich weiß nicht, ob das nur von mir so gefühlt ist, aber ich glaube, das stimmt einfach schon. Die sind einfach Gleiweng wuseliger, haben insgesamt einen schlankeren Körperbau, also eine Natter. Von der Größe her, man denkt immer, die Riesenschlangen sind so riesengroß, die Nattern sind viel kleiner, passt auch nicht ganz. Ne? Also die Kornnatter als Klassiker unter den Nattern wird auch 1,60 Meter, 1,70 Meter, ne? Das sind dann auch ellenlange Tiere. Oder es gibt andere Nattern, Indigo-Nattern, Schönnattern, die sogar an die 3 Meter kriegen. Also es muss nicht zwangsläufig sein, dass eine Natter kürzer ist. Ne? Der Körperbau an sich ist bei einer Natter meist schlanker wie bei einer Riesenschlange. Ne? Also die sind eher lang und ein bisschen dünner. Das kann man generell schon so sagen. Betreffs Tag- und Nachtaktiv gibt es, glaube ich, auch wenig falsche Ansichten. Ich höre oft, ja, die Nattern sind ja tagaktiv. Aus meiner Sicht auch Quatsch. Also die meisten Nattern oder so ziemlich alle sind ebenfalls dämmerungsaktiv, so wie die Boas und Pythons auch. Also wenn ihr am Abend das Licht ausmacht, das könnt ihr ja, wenn ihr wollt, macht um 5 oder um 6 Licht im Terrarium aus, dann fangen die Nattern an, aktiv zu werden und rumzukriechen. Das ist so die groben Eckpunkte der Nattern. Und jetzt will ich euch auch wieder einige Klassiker zeigen. Wie gerade schon gesagt, der Klassiker unter den Nattern ist die Kornnatter, hier so ein wildfarbenes Tier, in dem Fall ein Weibchen sogar. Kornnattern werden doch, können ganz ordentlich groß werden. Wie gesagt, das ist ein Weibchen, ein überdurchschnittlich großes Weibchen, würde ich sagen, wenn ihr euch die anschaut. Also die hat bestimmt so 1,30 Meter, 1,40 Meter. Und der Gag in Anführungsstrichen, oder das Interessante an den Nattern ist, dass die Weibchen sogar ein Stückchen kleiner bleiben wie die Männchen. Also die Männchen werden größer. Bei so ziemlich allen anderen Schlangen werden die Weibchen größer. Bei den Kornnattern werden die Männchen größer. Also so ein Männchen kann wirklich 1,60 Meter, 1,70 Meter lang werden. Ja. Ist wirklich ein interessantes Aspekt. Ansonsten natürlich eine tolle Terrarienschlange, nicht umsonst die Nummer 1 unter den Nattern. Farblich auch unheimlich variabel, gibt es zig Farbvarianten. Vom Albino, Black bis Piebald bis was es alles gibt. Vom Wesen her sind sie wirklich auch in der Regel echt brav und umgänglich wie diese hier auch. Selbst von klein auf tun die selten bis fast nie beißen. Und wenn man sie ein paar Mal hantiert, werden die recht zutraulich, sind den Umgang gewöhnt. Also sicherlich ein tolles Terrarientier, eine tolle Terrarienschlange. Was noch dazu kommt, wichtiger Punkt, sie gehören zu den Kletternattern. Das heißt, ich muss denen
ein hohes Terrarium anbieten, also nicht wie die oder wie viele Riesenschlangen oder womöglich gar Reckhaltung oder sowas. Also die Nattern wollen klettern, die brauchen Äste und wollen ein bisschen in die Höhe gehen. Die zweithäufigste Terrarienschlange sind die Ketten- bzw. Königsnattern, also als Gattung Lampropeltis. Hier in dem Fall ist es jetzt Lampropeltis getulus, die, man sagt, Kettennatter dazu, zu den Getulus-Arten. Getulus sind meistens schwarz-weiß, schwarz-gelb, braun-gelbe Tiere, bestechen wegen durch ihre interessante Farbe. Von der Größe her bekommen sie auch relativ überschaubar zwischen gut einem Meter bis, sagen wir, extrem oder nach oben hin extrem, vielleicht 1,50 Meter lang. Ein wichtiger Aspekt bei den Kettennattern ist, dass sie unter Umständen kannibalistisch sein können. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Kettennattern halten wollt oder allgemein Lampropelten, tut man in der Regel alleine halten, weil sonst kann es wirklich passieren, dass irgendwann mal eine von beiden oder in der Regel die kleinere von beiden irgendwann mal fehlt. Ne? Also deswegen ein Terrarientier für die Einzelhaltung. Wie gesagt, sind nach den Kornnattern die zweitpopulärsten Nattern, hat sicherlich mit den tollen verschiedenen Farben zu tun und vom Verhalten, vom Wesen her auch wirklich umgänglich, brav, problemlos, fressen immer gut und so weiter. Deswegen sind die seit Jahrzehnten in der Terraristik zu Hause. Dann bleiben wir bei den Lampropelten. Also ich habe vorher gesagt, Kettennattern und Königsnattern, also der deutsche Ausdruck ist, ja, der verschwimmt ein bisschen. Aber in der Regel für die Getulus-Arten sagt man in der Regel Kettennattern und für diese bunteren Arten, wie jetzt hier Mexicana, da sagt man Königsnattern dazu oder auch die Triangulum- oder Hondurensis-Arten, also alles, was bunter ist, sagt man Königsnattern. Aber das ist der deutsche Name ist ein bisschen schwierig. Ja, in dem Fall, wie gesagt, Lampropeltis Mexicana Thierry in dem Fall. Unheimlich variabel auch von der Optik her. Ne? Die gibt es in allen möglichen Farben oder dicker, dünner gebändert, intensiver Rot, zum Teil mit Gelb drin. Also wirklich auch ein tolles Terrarientier von der Größe her. Werden die bloß gut einen Meter, also auch recht überschaubar. Es gilt das Gleiche, wie ich gerade über die Getulus gesagt habe, ein bisschen aufpassen. Also es kann sein, dass die auch andere Schlangen fressen. Deswegen möglichst Einzelhaltung. Aber ansonsten ein tolles und braves, hübsches, pflegeleichtes Terrarientier. Ebenfalls wichtig in der Terraristik zu erwähnen sind die Hakennasennattern. Die haben ja die letzten Jahre wirklich auch einen Mords, würde ich mal sagen, Boom erlebt. Was man dazu immer erwähnen muss, es sind Trugnattern, haben irgendwo ganz hinten im Rachen irgendwelche Zähne, mit denen sie auch ein Gift verabreichen können. Es sind keine tödlichen oder schweren Unfälle bekannt. Das Gift ist wohl relativ harmlos, beziehungsweise man kommt auch fast nicht dahin. Man wird fast nicht gebissen, beziehungsweise wenn man gebissen wird, kriegt man das Gift auch fast nicht ab. Und wenn man es abkriegt, passiert auch nicht viel. Ich will es nicht verharmlosen, aber ich will es eben auch nicht übertreiben. Ich würde jetzt eine Hakennasennatter nicht einem 12-Jährigen oder 13-Jährigen als Terrarientier in die Hand drücken. Aber für einen erwachsenen Terrarianer ist sicherlich eine tolle Terrarienschlange. Gibt es mittlerweile auch zig verschiedene Farben. Sind, wie gesagt, dankbare Pfleglinge, werden nicht so groß. Ne? Die Männchen sogar recht klein mit um die 50 cm. Weibchen können im Extremfall 80, 90 cm werden, aber wirklich ein tolles Terrarientier. Die Strumpfbandnatter möchte ich hier auch noch erwähnen, wird auch regelmäßig in der Terraristik gehalten. Ich selber, das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal gemerkt, bin nicht ganz so der Strumpfbandnattern-Fan. Mich stört ein bisschen die Fischfresserei, wo kriegt man mal den passenden Fisch her? Das ist sowas, wo mir nicht ganz so gefällt. Vielleicht auch die Größe, vielleicht sind sie mir einfach zu klein. Also die Strumpfbandnattern sind somit die kleinsten Terrariennattern. Mit 40, 50, 60 Zentimeter sind die meistens schon ausgewachsen. Muss man in einem, wenn möglich, in einem Aquaterrarium halten oder beziehungsweise mit einigermaßen großem Wasserteil. Ne? Die sind ans Wasser gebunden, merkt man auch schon an der Nahrung, dass sie Fisch fressen.
sicherlich schöne Terrarienschlangen. Wir werden einige oder einige von euch werden Strumpfbandnattern-Fans sein. Das will ich auch gar nicht schlecht reden. So hat einfach jeder wegen seinen persönlichen Geschmack. Von dem her auch eine schöne Terrarienschlange. Wie gesagt, seid euch bewusst, ihr müsst Fische füttern, müsst euch überlegen, wo bekomme ich die Fische her. Dürft ihr natürlich nicht nur mit Fischfilet füttern, weil die brauchen die Knochen, die brauchen die kompletten Fische. Einige lassen sich auf Mäuse umgewöhnen, wenn sie dann größer sind, aber meistens nicht ganz so leicht. Aber sicherlich auch eine Schlange, die in der Terre richtig ihren Platz verdient hat. Bei den Nattern habe ich den Eindruck, ist es nicht ganz so. Also wie gesagt, bei den Riesenschlangen, da kann man, glaube ich, mit 10 Klassikern hat man schon das meiste abgedeckt. Bei den Nattern ist es vielleicht doch noch etwas breiter gestreut. Die hier möchte mich jetzt auch beißen. Weiß nicht, was die heute alle gegen mich haben. Das hier ist Elaphe helena, Schönnatter sagt man auf Deutsch dazu. Auch wirklich eine hübsche Natternart. Wird auch so an die 100 cm. Ist in der Regel auch wirklich sehr umgänglich und ein tolles, pflegeleichtes Terrarientier. Das hier ein Jungtier, paar Monate alt. Ja, wie gesagt, so in 2 Jahren hat sie vielleicht so 80, 90 cm. Wie gesagt, bei den Nattern würde es jetzt noch relativ lang weitergehen mit verschiedenen Natternarten. Da hat sich die Terraristik, glaube ich, nicht ganz so auf die rund 10 häufigsten fokussiert, sondern man hat doch, na, wahrscheinlich könnte man rund 50 Nattern jetzt in die Kamera halten. Deswegen, also hier die Helena vielleicht auch symbolisch für eine der selteneren gehaltenen Arten. Aber da gibt es wirklich einige schöne Arten, alle zusammen auch Mäusefresser, also gut als Terrarientier haltbar. Und da macht es bestimmt auch Sinn, wenn man mal wegen die Augen offen hält, was es denn doch alles noch Schönes an anderen Nattern gibt. Zum Abschluss der Schlangenfolge, ich würde sagen, das A und O in der Schlangenhaltung. Den Schlangen selber ist so ziemlich allen das Licht relativ wurscht. Ne? Ihr braucht da irgendwie, macht ein bisschen Licht ins Terrarium rein, das sieht schön aus. Das macht einfach ein schöneres Terrarium, aber den Schlangen ist das Licht relativ egal. Das Wichtige im Schlangenterrarium ist das Klima, die Temperatur. Ja, deswegen hier symbolisch so ein Heatpanel. Mittlerweile die meisten Leute heizen mit Heatpanel. Also ich würde sagen, kaum ein Terrarianer, der Schlangen hält, kommt am Heatpanel beziehungsweise bekommt an dem Heatpanel als Heizung vorbei. Klar gibt es Alternativen dazu, oder ihr könnt auch den ganzen Raum heizen. Was ich damit sagen will, die Wärme, das Klima, die Temperatur ist A und O bei der Schlangenhaltung. Tag, wie bei den Riesenschlangen, habe ich es angesprochen, auch nachts muss es gut beheizt sein. Ja? Also das als Grundlage in der Schlangenhaltung. Dann zu guter Letzt würde mich interessieren, wie es euch gefallen hat. Das war jetzt hier meine erste Schlange als Titel. Da sind wir oder da möchten wir auch noch meine erste Echse und meine erste Schildkröte machen. Hat es euch gefallen? Habt ihr Interesse, dass wir das machen? Wenn ja, postet es unter dem Beitrag oder gebt uns Daumen hoch, beziehungsweise eben noch besser posten, dann wissen wir, wo wir dran sind. Dann machen wir auch noch Echsen und Schildkröten. Und natürlich war das hier wieder mal nur ein, sozusagen im Schweinsgalopp, ein grober Überblick über die ganzen Terrarienschlangen. Ne? Da hat natürlich massig gefehlt und ein paar Sachen werdet ihr denken, naja, das sehe ich vielleicht gleich wegen anders oder so, da können wir auch gern drüber diskutieren, postet es auch drunter. Ich lese es mir fast alles durch und kann man dann noch drüber reden. Aber es war ein Überblick, haben sicherlich Sachen gefehlt, aber ich glaube, es gibt einen guten Überblick über die Schlangenterraristik und das wollte ich euch heute damit zeigen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.